Monotonie ist etwas ganz Ungeheuerliches, wie er sie verwendet. Monotonie verwenden Sie doch aber sonst auch mal als Vernichtungsargument. Ja, das hängt vom Werk ab. Man muss sich dem Gegenstand der Betrachtung anpassen. Ich habe dabei noch ein Argument, ganz kurz, zu der Sache mit dem Nadolny. Es spielt ja ein großer Teil des Buches unter Türken, Gastarbeitern in der Bundesrepublik. Mich interessieren Türken überhaupt nicht. Ich bitte um Entschuldigung, aber sie interessieren mich. Ich weiß, es ist ein wichtiges Thema für die Bundesrepublik, wichtig und überhaupt ist nicht mein Problem, meine Sache. Deshalb meine ich, es liegt nicht an den Türken, dass sie mir so fad vorkommen, sondern es liegt an dem Nadolny, der sie nicht hat darstellen können. Sie sagten, die sind besser als die Deutschen. Wissen Sie warum? Oder hat er es gesagt? Ja, wissen Sie warum? Weil Sie die Deutschen kennen und die Türken nicht. Nein, absolut nicht. Also ich würde auch sagen, zunächst mal, wenn ich lese, das ist ein Buch über Türken, würde ich sagen, ach na ja, davon versteht weder der Autor was noch ich was, aber er versteht es einem, die wirklich nahe zu bringen und zu erklären. Und genauso wie die in Pennsylvania. Ich glaube kein Wort. Wenn es stellt sich ja etwas heraus, was für mich neu war. Dem Buch ist zu entnehmen, dass deutsche Mädchen und junge Frauen immer davon träumen, mit Türken zu schlafen. Ja, mit diesem einen, weil das ein schöner Ringer ist, das soll vorkommen. Sie, aber sagen Sie mal, das soll ja schon vorkommen. Ja. Nur, es heißt in diesem Roman immer wieder, er lernte Erna kennen oder Helga oder wie die Medörte lernte er kennen. Und er nächtigte Das ist ein Roman eines Don Juan. Aber jeden Tag hat er eine andere. Das Buch geht über 20 Jahre. Ja. Und wenn ich richtig mitgezählt habe, passiert das viermal in dem Buch. Das liegt in dem statistischen Schnitt. Ja, die Kapitänstochter kriegt er gar nicht. Die haben völlig recht. Die Kapitänstochter, die er immer nur von Weitem sieht. Das ist er hat recht, das ist für 20 Jahre kein so hohes Ergebnis. Herr Karasek, ich habe...